Klimaschutz und Umweltschutz aus Nordrhein-Westfalen ist wieder eine Marke. Wenn es zum Beispiel darum geht, unseren Beitrag zu liefern bei erneuerbaren Energien. Wir haben Wind wieder möglich gemacht. Die alte Regierung hat es kaputt gemacht. Und wir haben das bundesweit erste Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Also deutliche Zeichen. Der zentrale Punkt der Zukunft und der Auseinandersetzung ist die Umsetzung der beschleunigten Energiewende. Wir müssen aufholen aus der Vergangenheit. Wir sind deutlich zurückgefallen in der Zeit von Schwarz-Gelb. Wir müssen zum Zweiten in der Bundespolitik mitmischen, um die Rahmenbedingungen ordentlich zu gestalten. Da ist Herr Röttgen wirklich keine Hilfe. Er hat eher vieles versäumt und gerade den Mittelstand vor den Kopf gestoßen. Und zum Dritten müssen wir auch natürlich unsere Erblast, die wir haben, Kohle, Braunkohle und Steinkohle, angehen. Das ist nicht die Zukunft des Industriestandorts Nordrhein-Westfalen. Zukunft ist die Brücke in die Erneuerbaren, die Brücke zur Energieeffizienz, die Brücke zur Energieeinsparung und zu neuen Netzen und neuen Speichern. Und das ist ein Höllenjob. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft und dadurch vor allen Dingen Familien mit Kindern in der Ausbildungsphase entlastet. Und wir haben das gegenfinanziert durch eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Wir haben die Kommunen entlastet, insgesamt um 1 Milliarde Euro. Das, was die anderen denen alle vorher weggenommen haben, haben wir ihnen wiedergegeben und darüber hinaus. Aber was wir noch machen müssen in den nächsten Jahren, wir müssen alle Aufgaben des Landes auf den Prüfstand stellen, alles, was effizienter zu machen ist, wo Geld eingespart werden kann, einsparen und auch prüfen, ob das, was wir bisher gemacht haben, wirklich alles noch gemacht werden kann. Das wird eine harte Aufgabe, aber das ist unser Teil, der nötig ist, damit wir nicht unnötig viel Schulden anhäufen. Nordrhein-Westfalen ist in den letzten 20 Monaten durch uns Grüne demokratischer geworden. Wir haben zum Beispiel die Stichwahl bei den Bürgermeisterwahlen wieder eingeführt. Wir haben die kommunalen Bürgerbegehren erleichtert, haben die Themenausschlüsse beseitigt, die Hürden gesenkt und haben zum Beispiel die direkte Abwahl der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister durch die Bürgerinnen und Bürger gestärkt. Also sehr viel für die Demokratie in den Kommunen getan. Aber es gibt noch viel zu tun. Wir wollen zum Beispiel auch endlich landesweite Volksbegehren, Volksentscheide erleichtern. Es ist ein Skandal, dass es in 60 Jahren Landesgeschichte keinen einzigen erfolgreichen Volksentscheid auf Landesebene gab. Das wollen wir erleichtern. Wir wollen die digitale Mitsprache, Open Government, Open Data stärken, damit eben auch digital stärker Einfluss genommen werden kann auf die Politik der Landesregierung. Und wir wollen natürlich auch weiterhin das Wahlalter auf 16 Jahre absenken, damit eben auch junge Menschen die Landtagswahlen mitgestalten können und mitwählen dürfen. Also viel zu tun, NRW muss noch demokratischer werden, da macht Grün den Unterschied. Ja, wir haben mit dem Schulkonsens einen Durchbruch geschafft für die Schulentwicklung von unten. Und es gehen jetzt 70 Schulen des längeren gemeinsamen Lernens an den Start und damit gibt es auch einen Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit im Schulsystem. So, worauf es jetzt ankommt, ist, dass natürlich dieses längere gemeinsame Lernen, was von unten wächst, dass wir das fortsetzen wollen und begleiten müssen von Landesebene und dass wir die Inklusion angehen, indem wir den Rechtsanspruch auf einen Platz in der allgemeinen Schule schaffen. Das ist der nächste Schritt und Schulen, die vorangehen, Vorreiterschulen, besonders dabei unterstützen.